Hallo meine lieben Kryptofreunde und willkommen auf meinem Kanal Kryptolani. Heute beziehe ich mich auf mein damaliges Video über die neue Hardware-Wallet von Ledger, den Stacks, das sehr gut bei euch angekommen ist, was mich sehr gefreut hat. Das Video nochmal oben rechts verlinkt. Ich habe damals mit den Gedanken gespielt, mir doch solch einen Ledger in Apple Design zuzulegen, obwohl der Preis natürlich schon ein wenig happig war. Da habe ich erst einmal recherchiert und bin auf die spannenden NFT-Serien von Ledger gestoßen, die ich bis dato noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Außerdem erzähle ich euch, was Ledger als auch große Marken wie Adidas, Porsche oder selbst Starbucks mit ihren eigenen NFTs in Zukunft vorhaben. Aber das alles und noch mehr kurz nach dem Intro. Und nicht vergessen, Abo, Like klicken und an Freunde schicken. Ledger hat bereits in der Vergangenheit NFTs herausgebracht, um verschiedene Benefits für deren Halter bzw. Käufer anzubieten. Auch zu neuen Stacks gab es ein NFT-Bundle, das ich euch kurz vorstellen wollte. Und zwar gab es für 0,22 ETH insgesamt 10.000 NFT-Bundles, die zum einen natürlich den Ledger Stacks NFT beinhalten und zusätzlich noch den Art on Ledger Stacks Mint Pass, ebenfalls ein NFT. Mit dem ersten war es möglich, den Stacks zu bestellen und zusätzlich noch eine Magnethülle zu bekommen. Mit dem Art Pass hat man auch noch ein Kunstwerk aus der Art on Ledger Stacks Collection bekommen, das im März präsentiert, wenn auch der Stacks ausgeliefert wird. Dann kann man dieses auf dem Ledger-eigenen Marktplatz beim Art on Stacks Generative NFT Drop prägen. Hier seht ihr die 5 verschiedenen Künstler, die man wählen kann und dann per Zufall ein extra für den Stacks mit seinem E-Ink Touch-Bildschirm designten NFTs zu bekommen. Ich finde ja das erste sehr cool gemacht, was irgendwie genau den Style von Ledger widerspiegelt. Aber auch die anderen sind klasse Design. Leider ist die Aktion schon abgelaufen und es wurden auch nicht einmal die Hälfte der Bundles verkauft, obwohl die 0,22 Ethereum sogar weniger wert waren als der offizielle Verkaufspreis von 279 Euro. So kann man daraus schließen, dass die offiziellen Bestellungen auch keinen extremen Ansturm erlebt haben. Jetzt mal vom semi-guten Verkaufsstart, geschuldet durch den immer noch harten Bärenmarkt, abgesehen, gehen wir aber doch mal einen Schritt zurück und schauen uns einmal an, wie das mit den NFT-Bundle abgelaufen ist. Und zwar gab es da eine kleine Roadmap, die allen Inhabern des Ledger NFTs, dem Market Pass, am 5. Dezember die Möglichkeit eingeräumt hat, das Stacks NFT vor allen anderen zu prägen. Dann konnte man die Option in die Tat umsetzen und am 7. bis 13. Dezember sein Stacks NFT erzeugen, was aber wohl nicht allzu viele der 10.000 Market Pass NFT-Inhaber getan haben. Als zweites hatten dann diejenigen, die einer NFT-Prement-Kooperation angehörten, die Möglichkeit einzusteigen. Dann erst kam die Öffentlichkeit, die dann am 14. Dezember wiederum ganz ohne Berechtigung durch das Halten eines bestimmten NFTs das Bundle für 0,22 Ethereum minten konnten. Wie gesagt, ist der Hype ja ausgeblieben. Aber hätten wir eine andere Situation am Markt, wäre das für alle Ledger Market Pass Inhaber sehr interessant gewesen. Der Market Pass sowie das Stacks NFT und der Art Pass sind natürlich auch handelbar und beispielsweise auf OpenSea zu finden. Mir ging es jetzt aber primär nicht um die aktuelle Ledger NFTs, sondern darum, dass dieser Trend sich im Crypto-Space langsam immer weiter festigt. Dass man als Halter eines solchen Genesis NFTs Vorteile hat, die das normale Publikum nicht hat. Das sah man auch in der jüngsten Vergangenheit bei den Haltern der CryptoPunks. Für deren Inhaber wurde exklusiv eine Anhängerserie von Tiffany's rausgebracht, die man eben nur erwerben konnte, wenn man NFT-Besitzer eines CryptoPunks war. Aber auch bei Adidas hat in Kooperation mit den Bored Apes NFTs präsentiert, mit denen man exklusiv Merchandising kostenlos bekommen konnte, wenn man diese burnt und auf die Phase 2 brachte. Auch andere Kooperationen wie Nike mit den Artifacts und Clonex oder Hugo Boss mit den Imaginary Ones IE Collection haben sich bereits im Metaverse positioniert und die Liste der Old Economy Brands, die ins Web 3.0 vorstoßen, ist lang. Selbst Donald Trump hat seine eigenen NFTs konzipieren lassen, die den Haltern in Zukunft einen Use Case wie einem Essen mit dem ehemaligen Präsidenten oder etliche andere Benefits ermöglichen können. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von den Trump Trading Cards haltet oder welche spannenden NFT-Kooperationen es da draußen noch gibt. Würde mich sehr interessieren. In der Vergangenheit wurde natürlich sehr stark in diesem Bereich gezockt, aber NFTs sind eben nicht nur eine schöne Spielerei, die man nur als Kunst abtut, um schnelle Profite zu generieren, sondern können in Zukunft weiter als Eintrittskarte wie beispielsweise einer Mitgliedschaft in einem Country Club dienen, bei denen man dann Vorteile jeglicher Art erhalten kann. Und der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt.
Ob man diese Benefits braucht oder nicht, ist mal dahingestellt. Das kann man sich von den Kunstwerken aus der realen Welt auch fragen. Wichtig ist zu verstehen, dass diese Non-Fungible Token, egal ob diese von Adidas, Spotify, Disney, Starbucks oder Porsche kommen, nicht unterschätzt werden sollten. Außerdem kann man davon ausgehen, dass es sich bei diesem Markt definitiv um keinen Scam handelt und diese als ihr Aushängeschild im Metaverse konzipiert haben. Wie der Markt den Preis der NFTs gerade diktiert, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich bin von dem Use Case dieser Technologie überzeugt und glaube sehr stark zu wissen, dass große Brands, und es werden definitiv immer mehr, eigene Kollektionen, Fanbases und ganze Märkte erschaffen werden, um natürlich in alter Wirtschaftsmanier ihren Umsatz und Gewinn zu steigern. Aber es entsteht definitiv ein Mehrwert durch Optimierung und Erweiterung bestehender Branchen in unzähligen Bereichen unseres täglichen Lebens. Dazu auch gerne eins meiner ersten Videos anschauen, bei dem es um den Einstieg von Google in die stark ausgerichtete NFT-Blockchain Flow geht. Oben rechts verlinkt. Wie das mein verehrter YouTube-Kollege Chris von nftlabs.berlin gut auf den Punkt gebracht hat. Schöne Grüße übrigens von Berlin nach Berlin. Dass diese jetzt stattfindende Entwicklung vergleichbar mit dem E-Commerce vor einigen Jahren sein wird. Damals hat man auch gesagt, dass die Online-Shops nicht notwendig sind und man doch einfach in den Laden um die Ecke gehen könnte. Und sie hatten damals auch recht. Es war keine Notwendigkeit, diese damals ins Leben zu rufen. Aber ihr wisst, wie es heute leider mit dem Laden um die Ecke ausschaut. Usability-NFTs sind nicht nur eine Vereinfachung und bieten ungeahnte Möglichkeiten, weiteren Benefits für deren Halter zu generieren, sondern profitieren auch gerade die Creator und Brands davon. Sogar durch die zukünftigen Transaktionen werden immer wieder Fees dem Unternehmen und Entwicklern zugespielt. Und das lassen sich die großen Unternehmen der Welt nicht zweimal sagen. Aber auch die Early Birds, die gerade jetzt günstig in die richtigen Projekte einsteigen, werden Nutznießer dieser dezentralen Entwicklung sein. Welche die richtigen NFTs sein könnten, das würde ich gerne in Zukunft mit euch zusammen auf diesem Kanal mit weiteren spannenden Themen ergründen. Bis dahin und um kein weiteres Video zu verpassen, Abo, Like klicken und dann Freunde schicken. Um aber noch einmal an den Ausgangspunkt zu knüpfen, werde ich mir keinen Stacks in physischer Form zulegen, weil ich mit meinem Ledger Nano S Plus vollkommen zufrieden bin. Eher würde für mich das Genesis NFT in Frage kommen, da ich von Ledger als einem der erfolgreichsten Hardware-Anbieter im Web 3.0 überzeugt bin. Aber falls ich meine Hardware-Wallet irgendwann upgraden würde, dann wäre der Stax schon echt cool. Wenn ihr aber noch keine Hardware-Wallet habt, kann ich euch die Produkte von Ledger wärmstens empfehlen und mit meinem Link in der Beschreibung unterstützt ihr zusätzlich meine Arbeit und diesen Kanal und es kostet euch nichts extra. Das war's auch schon. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Vielen Dank und see you later, Investigator. Falls euch auch noch weitere Videos von mir interessieren, gerne links und rechts oder direkt zu meinem Kanal in die Mitte. Würde mich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen.